Hier werden Sie kurz informiert mit Jessica Lumme. Huaweis Hongmeng-Betriebssystem kein Android-Ersatz. Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei hat Spekulationen zurückgewiesen. Bei der jüngst eingetragenen Marke Hongmeng handle es sich um ein Smartphone-Betriebssystem. Hongmeng sei als Internet of Things-Betriebssystem für den industriellen Einsatz gedacht, sagte Huawei-Vizepräsidentin Catherine Chen am vergangenen Donnerstag in Brüssel. Huawei beabsichtige, Android weiterhin als Betriebssystem für seine Smartphones einzusetzen, betonte Chen. Autonome Autos könnten Kurzstreckenflüge ersetzen. Autonome Autos können zwar zu mehr Straßenverkehr führen, aber dabei mehr als 80% aller Kurzstreckenflüge ersetzen. Ein texanisches Verkehrsmodell wagt eine Prognose für das Jahr 2040, nach der etwas mehr Auto, aber deutlich weniger Bus und Bahn gefahren werden wird. Größter Verlierer sind Kurzstreckenflüge, die um 82,5% zurückgehen sollen. Die Daten sind Ausfluss einer vierstufigen Simulation für den Ballungsraum Houston, San Antonio, Austin und Dallas. Erneuter Rückschlag für Amazon Recognition. Technische Probleme und Ungewissheiten sowie offene rechtliche Fragen. All das hat dazu geführt, dass der Test der umstrittenen Software Recognition von Amazon zur biometrischen Gesichtserkennung letzte Woche in Orlando beendet wurde. Das Pilotprojekt war auch in seiner zweiten Stufe technisch nicht wirklich zum Laufen gekommen. Resultate etwa zur tatsächlichen Erkennungsquote oder zu Fehlerraten des Programms in Orlando gibt es damit auch nicht. US-Bürgerrechtsorganisationen laufen Sturm gegen das Projekt. Sie warnen vor einer automatisierten Rundumüberwachung. Pinterest will Nutzer mit Übungen entspannen. Soziale Medien können stressig sein und traurig machen. Pinterest will deshalb mit neuen Entspannungsübungen helfen. Die Bilderplattform führt zunächst in den USA eine Reihe von Übungen ein, die das emotionale Befinden verbessern sollen. Fühlt sich der Nutzer gestresst, angespannt oder traurig, lassen sich die Aktivitäten direkt in der Pinterest-App ausführen. Pinterest verspricht, dass die Aktivitäten und Übungen nicht mit dem Account der Nutzer verbunden sind und nicht getrackt wird, wer das Angebot nutzt. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.